Die Lebensadern eines Stückes liegt der Regisseur. Seine Rolle besteht darin, eine eigene Interpretation zu erarbeiten, um der Inszenierung eine unverwechselbare ästhetische Prägung zu verleihen. Alex Balger hat in die Fußstapfen von Ramesh Nair gewechselt und setzt seine Visionen im Musical herum. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Hallo Alex. Hallo Evelyn. Wir wollen es nun genau wissen. Welches Blut fließt in den Adern dieses Stückes? Also durch dieses Stück fließt natürlich viel von meinen Ideen, mein Blut, mein Herzblut auch. Aber mir war wichtig, auch das aktuelle Tagesgeschehen einfließen zu lassen. Und ja, unsere Hippies sind eigentlich die Überlebenden von denen, die damals in den 68ern dabei waren, also die Kinder, die, die nicht aufgehört haben, für den Frieden zu kämpfen und mit Liebe und Nächstenliebe und Respekt für den Frieden zu kämpfen. Und das ist sicher hier in dem Stück jetzt so der Hauptanker. Mhm. Wenn man von Heer spricht, ist ja das gleichzeitig, da spricht man auch von einem Meilenstein in der Popkultur. Ist es immer für dich ein Wunsch gewesen, hier in Amstetten Heer zu performen, beziehungsweise hast du das ja in Bozen schon einmal inszeniert? Ja, also performen, das tue ich ja schon lange nicht mehr, aber ich habe mal in Amstetten performt, und zwar in dem Stück Blondel und auch in Dynamo Donau Blues. Ich glaube, da kann sich, glaube ich, gar niemand mehr erinnern. Das ist schon ganz lange her. Und da war ich sehr jung, aber natürlich war es immer von mir ein Wunsch, nach Amstetten zurückzukommen. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren Regisseur. Mhm. Und da ist schon für mich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, dass eben ich jetzt hier sein kann und dieses besondere Stück, weil hier ist wirklich was Besonderes. Es ist ja nicht nur, dass die Musik toll ist, sondern es hat so viel Message und so viel wichtige Themen, die jeden wirklich betreffen und die wichtig sind, gerade in einer Zeit wie unseren. Es geht wirklich um ganz Menschen wie du und ich, weißt du? Und das ist das Tolle an Heer, und ich glaube, das wird hoffentlich das Publikum auch mitnehmen. Alex, wie gefällt es dir in Amstetten in der Johann-Bölz-Halle hier? Also ich finde es hier wunderbar. Vor allem, ich muss wirklich sagen, was der Hannes Kropfreiter hier macht, ist grandios. Wir haben wirklich ein technisch sehr aufwendiges Bühnenbild, was man jetzt so an Sommerfestspielen kennt. Ich glaube, es ist mehr, als man erwartet von so einem Sommerfestspiel. Also das technische Team hier ist der absolute Wahnsinn. Sowas habe ich in dieser Art und dieser Größe von Festspielen noch nicht erlebt. Man sagt irgendwas und am nächsten Tag ist das gemacht. Es wird gearbeitet mit so viel Liebe und so viel Detail auch, wo ich mir denke, ach, wenn man das in den großen Theatern immer hätte, dann würde alles einfacher gehen. Ja. Und die Arbeitsatmosphäre ist familiär, aber nicht so, dass es einem nervt, dass jeder sich um den Hals fällt, sondern es wird professionell gearbeitet, und der Intendant interessiert sich für die Arbeit, ist mit Herzen dabei, und ich glaube, das wird man am Ende auch sehen. Das ist immer so wichtig bei einer Produktion, dass sich die Menschen wohlfühlen, und das ist auch meine Art, Regie zu führen. Ich glaube, da kann man sehr viel mehr aus den Menschen rausholen, wenn sich die wohlfühlen. Und auch das andere, das gesamte Team, muss ich sagen, in Amstetten ist wirklich was ganz Besonderes. Und ich bin sehr stolz, hier zu sein und hier sein zu dürfen. Und das ist jetzt nicht so herumgesudere, sondern das stimmt wirklich. Okay. Ja. Danke, Alex, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Evelyn. Ich hoffe, du kommst schauen. Auf jeden Fall. Wir sind schon wirklich gespannt, welche Handschrift das Musical von dir hier auf der Bühne haben wird. Dankeschön. Eine neue Handschrift trägt auch die ÖVP. Neben einem neuen Namen wurde sie auch in ein zartes Türkis getaucht. Mit welchen Kandidaten die ÖVP Niederösterreich in die Nationalratswahl gehen wird, das haben wir jetzt für Sie.